Hey Nicole, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Grad. Das ist kein Witz. Oh je, Mini. Oh. Es sieht halt komplett fleckig aus. Jetzt erkenne ich's. Ach du je, Mini. Trust the process. Picknick-Tiere gefällt mir noch nicht so. Es wird heiß. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ein TikTok-Hype-Produkte im Test. Es gibt immer so viele Produkte, die so hoch gehypt werden auf TikTok. Und ich bin jedes Mal so, oh, brauche ich. Überkonsum kickt dann. Und ich habe mir irgendwann gedacht, ich sollte die für euch testen. Damit wir nicht alle die ganze Zeit zum DM rennen und diese Produkte suchen, die es am Schluss eigentlich gar nicht wert sind. Hornisse. Handschutz. Ich habe für euch mein Sparschwein geplündert und all diese Produkte gekauft, Freunde. Ich bin sehr gespannt auf diesen Test. Ich habe ein Produkt schon im Vorhinein dieses Videos getestet. Das werdet ihr später sehen. Vielleicht könnt ihr es an mir gerade erkennen. Es war ein Fail. Aber ihr werdet es dann sehen. Also seid gespannt und bleibt dran. Wir machen natürlich mal wieder einen kompletten Look und starten dabei mit Skincare. Und die komplette Pflegerei von Formel Skin wollte ich schon so lange probieren, weil es so gehypt ist. Ich sehe so viele Influencer mit diesen Produkten. Ich war immer so, hey, sind die wirklich so gut? Vor allem, weil sie oft so Vorher-Nachher-Bilder gezeigt haben. Und ich war schon so... Ja, ich will auch eigentlich gerne so Vorher-Nachher. Ich hatte früher sehr stark mit Unreinheiten zu kämpfen. Hatte sie dann irgendwie so für 2 Jahre voll und ganz im Griff. Und aus dem Nichts ist es wieder ausgebrochen. So für den ersten Blick erkennt man das wahrscheinlich nicht. Aber ich habe immer wieder irgendwo so fette Pickel. Oder vor allem so kleinere Pickel auf der Stirn, am Kinn, um die Nase herum. Oder auch hier an den Wangen und so. Und nichts hilft. Also würde ich mal sagen, vertrauen wir auf diese Meinung und testen Formel Skin. Natürlich kann man bei so einmaligen Ausprobieren das nicht direkt sagen. Bei Pflegeprodukten, das muss man einfach langfristig ausprobieren. Deswegen gibt es bei Formel Skin auch so ein Abo-Modell, das man aber jederzeit kündigen kann. Ich habe damals bei meiner Beauty-Ausbildung gelernt, dass man so Pflegeprodukte erst nach 3 Monaten einschätzen kann, ob es was für die Haut ist, weil vor allem meistens bei einer Umstellung die Haut erstmal explodiert, bevor sie die ganzen Wirkstoffe richtig annimmt. Packaging gefällt mir schon mal. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem Reinigungsgel. Die Produkte sind wohlgemerkt alle auf mich angepasst von der Formulierung und den Wirkstoffen her. Ihr müsst nämlich da online Fragen beantworten und auch Bilder von eurer Haut schicken. Und wenn ihr Rückfragen habt, könnt ihr die auch im Chat ganz mal stellen. Was ich voll nice finde, weil dann ist man nicht so allein und kauft einfach wahllos irgendetwas. Jede Haut ist halt auch einfach unterschiedlich und da passt ja auch nicht alles, ne? Wir flitzen jetzt dafür einmal ins Bad. Oh, jetzt kommt wirklich was. Willkommen in unserem Bad. Meine Haut hat sich auch schon den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen ölig angefühlt. Mal gucken, wie das danach ist. Das schäumt ja richtig auf. Ich fühle mich gerade so, als würde ich so ein Bad rasieren. Frisches Handtuch, nicht was ihr denkt. Fühlt sich gut an. Ich habe noch 2 weitere Produkte. Das eine ist für abends, das werden wir natürlich auch abends ausprobieren. Und das andere ist eine leichte Pflege, die man morgens und abends auftragen kann. So ein Drücker ungefähr. Ich glaube, das ist beinahe schon zu viel, oder? Oh, das fühlt sich reichhaltig an, obwohl da nur leichte Pflege steht. Also es fühlt sich nicht so wässrig an, aber auch nicht so dickfettig, wisst ihr, wie ich meine? Aber das ist halt auch so unterschiedlich. Also wenn ihr Produkte bestellt, es kann halt auch sein, dass die bei euch anders sind. Riecht neutral. Also ein Pumpstoß war perfekt für mein ganzes Gesicht. Wie gesagt, ich muss das jetzt einfach regelmäßig benutzen und kann euch dann erst nach einer längeren Zeit sagen, wie das natürlich bei mir funktioniert. Weil meine Haut sich auch darauf einlassen muss. Ich würde sagen, ich update euch einfach in meiner Story, wie sich das mit meiner Haut entwickelt. Ich habe das Gefühl, jetzt so nach ein paar Sekunden kann ich schon direkt starten mit meinem Make-up und muss nicht so ewig fächern, bis das eingezogen ist. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das so perfekt für meine Haut abgestimmt ist, dass das sich so verhält, aber... Selbst auf meiner Nase ist das nicht irgendwie so fettig klebrig, da ist es oft so. Aber mal gucken, wie das sich jetzt auch mit Schminke drüber fällt. Der Tag ist schon fast vorbei. Ich habe meine Haut gerade mit dem Cleanser behandelt und werde jetzt noch das für abends ausprobieren. Hydrophiles Triniol Gel Niacamid. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ey, das ist ja ein richtiges Gel. Das ist richtig standhaft. Das steht wie eine 1 auf meiner Hand. Oh, ich merke tatsächlich, dass es so ein paar Pickelchen... so ein bisschen brennt. Ich finde aber, es ist immer ein gutes Gefühl, wenn Pickelchen brennen, weil dann habe ich so das Gefühl, die gehen weg. Und schon ist es eingezogen. Bis jetzt bekommen die Produkte von Formel Skin auf jeden Fall von mir ein Go. Wenn ihr die Produkte auch schon immer mal ausprobieren wollt, dann ist jetzt die perfekte Chance, denn mit meinem Code kriegt ihr 40% Rabatt auf eure ersten 2 Bestellungen. Also lasst es euch nicht entgehen und lasst es uns zusammen testen. Alle Infos dazu sind natürlich unten in der Infobox verlinkt. Pferde ist hier das super schön gebräunt, außer ich. Ich bin natürlich mal wieder die Wand und deswegen habe ich mir Browser Drops geholt von Alverde. Die sind mega gehypt, gab es anscheinend vor lange nicht. Ich habe sie direkt bekommen. Ich habe direkt den helleren Ton genommen, weil ich glaube, ein bisschen zu viel sollte man bei meiner Wandfarbe nicht machen. Für mich sah das eher aus wie so ein Highlighter, aber in den Videos haben die Leute das echt
auf dem ganzen Gesicht genutzt. Aloha. Mal gucken, gell, wie es wird. Oh je, oh je, wenn ich gleich funkel wie eine Disco und dann können wir direkt mit Skincare nochmal von vorne starten. Das ist irgendwie so ein bisschen, Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass mein Gesicht jetzt eine Party ist. Dann nehmen wir ja mal glatt mehr, ne? Das war jetzt vielleicht ein bisschen, aber nur ein bisschen zu viel. Ich fühle mich gerade so, als hätte ich so Selbstbräunertropfen aufgetragen, aber das soll mir eigentlich nur einen Schimmer geben, ne? Ja, sieht schon ganz schnieke aus. Also ich finde, man kann es nicht so gut verblenden. Das ist ein bisschen schwierig, da muss man sich schon sehr beeilen. Aber den Effekt finde ich schon so wie frisch gebräunt mit so einem cuten Tor. Ist das ein bisschen too much? Es sieht halt komplett fleckig aus. Jetzt erkenne ich es. Ach du Jemini. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht. Vielleicht sollte man es auch mit seiner Foundation irgendwie mischen, um der so einen gewissen Schimmer zu geben. Ist jetzt nicht für mich ein absolutes Go. Ich habe nicht direkt irgendwelche Foundations gefunden, die mega hochgehypt werden. Deswegen habe ich etwas genommen, wo ich mir dachte, wieso gibt es das immer noch? Und zwar das Essence Foundation Mousse. Als ich so 12 war und mich so angefangen habe zu schminken, hat irgendwie jeder dieses Mousse benutzt. Und im Nachhinein gab es darüber ja auch einige Memes, dass halt Leute so ihre alte Make-up-Routine mit dem gezeigt haben. Halt gezeigt haben, was für ein absoluter Fail war. Und ich habe das in der Drogerie gesehen, habe gedacht, es muss ja einen Grund geben, dass es das immer noch gibt. Vielleicht wurde die Formel geändert oder so. Es muss ja jetzt irgendwie besser sein wie vor 10 Jahren. Es ist halt wirklich 10 Jahre her. Ich habe jetzt mal die Farbe 13 genommen. Es ist so musig. Es sieht aus wie ein Mousse Schokolade. Es sieht aber auch fucking räudig aus. Damals war das so dickflüssig und dadurch halt irgendwie ein bisschen weird. Und das ist es immer noch. Und vielleicht habe ich doch mal wieder einen Ton zu hell genommen. Wieso ist in diesem Video... Oh, Mann! Trust the process. Hey, aber es verblendet sich nicht super schlecht. Also früher hatte ich das anders in Erinnerung. Ja, ja, das habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Seit wann habe ich denn eine Farbe zu? Sieht aus wie mein T-Shirt. Wir haben schon 2 Produkte aufgetragen und es verträgt sich einfach so gut mit der Skincare. Das ist nämlich auch keine Selbstverständlichkeit. Oft habe ich das auch, wenn ich irgendwelche neuen Skincare-Produkte habe, dass die dann so bröselig werden und so brockelig irgendwie abfallen oder so, wenn ich drüber was auftrage. Aber das ist jetzt hier gerade gar nicht der Fall. Ignorieren wir jetzt mal die falsche Farbe, aber... Das Mousse hat sich echt gesteigert. Früher hat man das ja so mit den Händen gemacht. Was soll man das mal noch mal so ein bisschen? Ach man, Nicole. Ich habe mir direkt auch noch so ein Oldschool-Produkt von damals geholt. Und zwar ein Concealer von Essence. Das ist der Multitask Concealer. Ich weiß, dass ich damals halt wirklich nur Essence-Produkte hatte. Und unter anderem auch so ein Concealer, den man so aufgedreht hat. Und ich glaube auch, dass das die Steigerung ist von dem Produkt damals. Hoffentlich haben wir wenigstens hier heute die richtige Farbe erwischt. Ich tupfe es jetzt eher ein, weil ich habe das Gefühl, damit funktioniert es besser. Ich finde, der hat einen bisschen zu starken Gelbstich. Aber tatsächlich eine erstaunlich hohe Deckkraft. Vielleicht sind diese Oldschool-Produkte, die jetzt neu sind, auch eher dafür ausgelegt, dass man das alles mit den Händen macht. Okay, ich nehme alles zurück. Die Foundation creased so und auch der Concealer. Vielleicht bin ich aber auch einfach eher ein Fan von so ein bisschen leichteren Produkten, die sich ein bisschen mehr mit der Haut verbinden und nicht solchen Produkten, die auf der Haut aufliegen. Anyways, habe ich jetzt endlich diesen Contour Stick von Trended Up bekommen. Von dem hatte ich euch ja schon im letzten Teil erzählt und da war der Hype um den so groß, dass es den nirgendwo gab. Vertraut mir Leute, ein paar Wochen nach dem Trend gibt es die Produkte wieder. Okay, da kommt direkt was. Oh, okay. Der ist ja bekannt dafür, dass das so ein richtig schön kühler Contour-Ton ist. Ich bin allgemein immer wieder überrascht von den Trended Up Produkten, wie gut die sind im Preis-Leistungs-Verhältnis einfach. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht enttäuscht werden, bitte. Die Pigmentierung gefällt mir noch nicht so. Er lässt sich auf jeden Fall gut verteilen, aber ja, man sieht es hier, es ist halt nicht krass pigmentiert. Ich habe halt echt schon viel Produkt aufgetragen. Dieses Video ist doch ein Witz. Ey, was ist denn los? Das Gute ist halt, wenn die Pigmentierung nicht so stark ist, dass wenn man Anfänger ist und ein bisschen Schwierigkeiten hat beim Verblenden und beim Aufbauen, dass man halt damit nicht viel falsch machen kann. Wiederum, wenn man halt ein starkes Ergebnis möchte, ist es halt auch schwierig. Vielleicht kann man den aber auch gut aufbauen. Ach nee, lieber nicht.
Es ist ja auch nur Contouring, das muss ja auch nicht so stark sein. Bronzer kann man ja immer noch drüber geben, aber trotzdem hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Schmackis gewünscht. Ich mag auch für Contouring-Sachen solche Püschel da vorne dran, aber einfach die Pigmentierung, Freunde, die Pigmentierung. Das ist so eine geile Farbe, deswegen haut da bitte Pigmente rein, damit man da... Ich weiß nicht, ob man jetzt sieht, wie die Foundation gecreased hat. Vielleicht hat meine Kamera aber das Ganze auch schön überfiltert. Das wurde mir als Kritik auch beim letzten Video gesagt, dass ich bitte einen Weichzeichner rausmachen soll. Aber Freunde, meine Kamera ist so. Wenn meine Kamera so fokussiert, dass ich ein Gesicht bin und mein Gesicht wahrnimmt, klatscht es da direkt immer so einen leichten Weichzeichnungsfilter drüber. Finde ich in vielen Situationen nicht schlecht. Aber jetzt gerade für so einen Produkttest ist das manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen verzeiht es mir, ich mache das nicht absichtlich. Das ist meine Kamera, schieben wir es auf sie. Am Anfang des Videos habe ich euch ja schon erzählt, dass es einen kleinen Fail gab, den man mir vielleicht auch anerkennen kann. Und falls es euch bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, weil ich glaube, für Außenstehende ist es nicht so auffällig, weil es zu mir als Typ eigentlich auch passt, ich aber nicht so schön in mir finde, und zwar meine Augenbrauen. Was mit denen passiert ist und ja, das seht ihr jetzt. Ich habe mir auch die gehypten Brow- und Wimpern-Lifting-Kits bestellt. Die gibt es beim DM. Ich habe sie nicht in meiner Filiale gefunden, deswegen habe ich sie online bestellt. Wenn das klappt, Freunde, dann save das so viel Geld. Ich habe direkt einfach mal beides bestellt. Ich dachte mir, wenn wir schon dabei sind, färben wir auch noch die Wimpern dazu. Das von Cygos habe ich schon öfters benutzt für Augenbrauen, genauso wie für Wimpern. Und das finde ich auch gut. Also das werden wir jetzt nicht groß testen. Das ist einfach so ein nicer Nebeneffekt. Ich checke halt nicht, wie ich das mit so einer kleinen Packung checken soll, aber okay. Fangen wir mal mit dem Brow Lifting an. Ihr seht hier meine Augenbrauen, also wenn ich die jetzt auch so aufbürste. Ich habe die vorne ein bisschen geschnitten, aber ansonsten sind die eigentlich richtig am Start, richtig schön burstig. Und ich habe halt richtig dicke Augenbrauen. Also bei mir ist das so eben, die bleiben gefühlt nirgendwo, wo sie sein sollen. Viele sagen, ja, benutzt Seife, dann benutzt das Gel. Bei mir hält gefühlt gar nichts. Das sind 3 Stück drin, also man kann das Ganze 3-mal anwenden. Step 1 und Step 2. Vielleicht hätte man sich da auch so ein anderes Kit holen sollen. Ich habe das günstigste genommen. Vielleicht ist bei dem anderen noch so ein bisschen so Utensilien dabei, weil ich habe jetzt echt gar nichts. Ich muss jetzt noch ein Bürstchen suchen. Ich habe jetzt gerade nur noch so ein Bürstchen da. Damit wird es ja hoffentlich gehen. Wenn es bei den Wimpern genau gleich aufgebaut ist, weiß ich nicht, wie ich damit meine Wimpern hochmachen soll. Wir öffnen einmal Step 1. Und jetzt trage ich das auf meine Augenbrauen auf. Das brennt ein bisschen. Hätte ich meine Augenbrauen vielleicht davor nicht zupfen sollen, hä? Huh? Scheiße. Das brennt. Egal, wir halten das durch. Das ist gerade nicht gesund. Das ist absolut nicht gesund. Tut eure Augenbrauen davor weder irgendwie zupfen noch rasieren, bitte. Macht mir den Gefallen. Oh, scheiße, daran habe ich nicht gedacht. Nutze die Bürste, um deinen gewünschten Look zu formen. Das ist mein gewünschter Look, glaube ich. Oh, das tut so weh mit einem trockenen Pad. Bitte tu... Es wird heiß. Das ist doch nicht gewollt. Es wird richtig heiß auf meiner Augenbrauen. Leute, nein, ich habe Angst. Ey, das ist richtig heiß. Oh, ich möchte euch keine Angst vor dem Produkt machen. Ja, scheiße. Mein Lash Kit hat auch nur diese Dinger drin. Und woher soll ich so Pads nehmen, um mir das zu machen? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Probieren wir jetzt halt nur die Augenbrauen und die müssen jetzt einwirken. Das war jetzt so nicht geplant, aber... Ganz ehrlich, wenigstens war es diesmal nicht zu kurz. Meine Augenbrauen sehen viel heller. Wieso sind die so hell? Wieso sind meine Augenbrauen so hell? Nein. Nein. Ich habe zwischendrin... Fuck. Nein, nein, nein. Meine Augenbrauen sind normal nicht so hell. Meine Augenbrauen sind... Nein. Nein, 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 nein. Die sind komplett gebleached. Ich will meine dunklen Augenbrauen zurück. Hallo, Hilfe. Hilfe, Nein, Nicole, das ist ein Witz. Das ist ein Witz, gerade. Das ist kein Witz. So, ich habe meine Augenbrauen jetzt nochmal mit dem Gel vom letzten Teil gemacht. Das benutze ich nämlich seither immer. Und ich kann auf jeden Fall sagen, durch dieses Browlifting bleiben die jetzt schon viel mehr an Ort und Stelle, wie sie es eigentlich tun. Also das war jetzt auf jeden Fall ein Vorteil. Das mit der Farbe ist jetzt ein Nachteil. Ich weiß nicht, ob das davon gekommen ist, weil ich es einfach zu lange habe einziehen lassen oder woher.
Ich bin nicht ganz so happy, aber ich hoffe, dass meine Augenbrauen schnell wieder rauswachsen. Ich habe gleichzeitig jetzt aber auch ein bisschen Angst, dieses Lash-Lifting auszuprobieren. Ich habe jetzt nicht die nötigen Sachen dafür da, aber wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, dass ihr das probiert habt und ihr nicht blind davon geworden seid, dann würde ich das auf jeden Fall im nächsten Teil noch probieren. Nichtsdestotrotz habe ich noch ein Produkt für euch und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, das ist crazy. Erst gestern hätte ich es gebraucht, aber ich habe natürlich mit dem Test bis nach heute gewartet, deswegen habe ich einen fetten Sonnenbrand auf meinem Scheitel. Und zwar ist das ein Sonnenpuder von Hawaii Tropic. Ich glaube, jeder kennt es. Sonnenbrand entsteht überall. Ob es an den Ohrspitzen ist, im Gesicht, auf den Beinen, am Bauch, am Rücken oder halt auch auf dem Scheitel. Und ich habe das Gefühl, man unterschätzt es voll oft und hat auch keine Lust, sich hier oben einzucremen, weil da die Haare fettig werden und so. Und ich weiß auch noch, als ich in Amerika war, haben meine Gasteltern, also meine Gastmutter, mir hier eine fette Schicht Sonnencreme drauf gemacht. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das wäre ja einfach die Lösung, weil dadurch sollte ja natürlich die Haut nicht fetten. Ah, okay. Und man hat trotzdem einen Sonnenschutz. Puder ist für die meisten Hauttöne geeignet und kann alleine oder unter dem Make-up verwendet werden. Das wusste ich nicht. Leute, das ist ja ein absoluter Life-Changer. Also es wäre jetzt auch nice, wenn ihr euch schon geschminkt habt, dass ihr halt einfach so drüber könnt und ihr habt dann noch einen Lichtschutz mit dabei. Ich weiß nur nicht, wie klug das ist, dass man halt beim Gesicht zum Beispiel, dass man nicht genau weiß, wo man jetzt schon überall war. Das ist natürlich mit einer Creme was anderes. Aber vielleicht kommt da auch so viel Produkt raus, dass ich gar nicht merke, dass es doch schon schön abdeckt. Aber boah, das riecht geil. Also für meine Kopfhaut ist das gerade, boah, das wäre gestern ein Gamechanger gewesen. Dann hätte das hier nicht so wehgetan. Also da kommt schon ganz schön was raus. Das sieht man jetzt auch schon viel besser. Und hier oben sieht das jetzt auch nicht so komisch aus. Also nicht so, als hätte ich Trockenshampoo aufgetragen und das hier ist alles weiß, sondern das verschmelzt richtig gut. Ich bin demnächst wieder im Urlaub und dann werde ich es für euch testen. Ich werde mich so fett in die Sonne stellen und mich damit einpinseln. Ich werde euch auch weiterhin damit in meine Story updaten. Das nächste Produkt, was ich hier noch in meiner Hand halte, werde ich in ein paar Tagen testen, aber ihr werdet es jetzt sehen. Für den letzten Test habe ich mich ein bisschen in eine besondere Umgebung gesetzt und zwar testen wir den Wax Stick. Wir sind gerade campen, so typisch wie es beim Campen ist, sind die Haare jetzt nicht die geilsten. Wir haben hier nämlich keine Dusche, kein Luxus, kein Campingplatz. Und da muss man das irgendwie überleben. Ich war letztes Jahr schon mal campen und da hatte ich diese Thematik auch des Öfteren, dass ich halt gucken musste, okay, was mache ich mit meinen Haaren? Früher war das so, wenn man so fettige Haare hatte, hat man sich übel geschämt und wusste nicht, was man machen soll. Heutzutage macht man einfach eine Sleek-Figur. Da, dass ich aber nicht mein komplettes Eco-Gel mitnehmen möchte, habe ich diesen Wax Stick entdeckt. Der soll genauso gut sein. Der ist von Balea und war tatsächlich auch in der TikTok-Hype-Ecke. Ein bisschen Equipment habe ich ja schon dabei, ne? Dadurch, dass die schon echt sehr fettig sind, geben die schon echt sehr gut. Ach, vielleicht hätte ich den davor öffnen sollen. Der ist direkt so offen. Boah, der riecht voll geil. Der riecht nach so typischen Balea-Pflegeprodukten. Wir testen ihn einfach so. Geht das so? Okay. Auf jeden Fall lässt er bis jetzt keine Rückstände. Zumindest nicht, dass ich was sehe. Aber es fühlt sich irgendwie so an, als würde er meine Haare nur fettig machen, statt dass es das so waxt. Vielleicht muss ich stärker drücken. Oh, jetzt ja. Oh, man muss da richtig reindrücken. Oh, der hinterlässt vielleicht doch einen kleinen Film. Den habe ich jetzt von weiter weg gar nicht gesehen. Jetzt nehmen wir hier unseren Stielkamm und versuchen damit nicht nur die Rückstände rauszumachen, sondern auch, dass halt das so lückenfrei ist. Es gab so viele, die darauf geschworen haben, dass sie ihre Sleek-Zöpfe immer damit machen. Aber das sieht ja mal so unsauber aus. Okay, wir machen jetzt einfach mal einen Zopf rein. Ich glaube, so auf den ersten Blick sieht es eigentlich ganz gut aus, wenn man genau hinschaut. Es ist halt total unordentlich. Ich glaube, als eine kleine Notlösung fungiert das schon ganz gut. Ich muss das natürlich mal testen über den Tag, wenn wir unterwegs sind, wie lange das überhaupt hält. Ich hatte nämlich oft schon so kleinere Gele irgendwie unterwegs mit dabei und die waren halt wirklich eine Katastrophe, dass die dann halt auch so bröselig wurden und ich dann so weiße Rückstände hatte oder so. Das geht natürlich gar nicht, deswegen bin ich gespannt, wie das jetzt mit dem ist. Aber ihr seht auch, ich habe jetzt für einen Zopf unfassbar viel Produkt davon gebraucht. So, wir sind gerade shoppen und ich denke, man sieht schon, hier habe ich zum Beispiel nicht das Wachs aufgetragen, aber hier überall. Und es geht komplett weg. Auf der anderen Seite auch ein bisschen. Also es hat da wirklich 0,0 gebogen, obwohl ich das extra stark
dran gemacht habe und auch hier. Hier sieht man auch richtig, wie strähnig das geworden ist. Also von mir auf jeden Fall einen Daumen runter. Und das war's an der Stelle schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und ihr wisst jetzt, was für Hype-Produkte ihren Hype wirklich wert sind, sodass ihr jetzt erstmal losrennen könnt und die ganzen Produkte sammeln könnt. Die meisten bekommt ihr aber auch online, würde ich euch am ehesten empfehlen, weil so Hype-Produkte sind meistens in der Drogerie oder so nicht gut erhältlich. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was für Hype-Produkte ich das nächste Mal testen soll und checkt liebend gern Formeskin einmal ab. Alle Infos dazu unten in der Infobox. Und heute sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen.